Moin Leute, herzlich willkommen zu, so ist besser, ne? Einem neuen Video. Ja, heute, ich weiß noch nicht, ob es heute funktioniert, aber heute ist geplant, dass wir flügen wollen. Hier ist der besagte Flug und ich hatte die Körper ja mit Wachs, mit Vicon Koro-Schutz eingesprüht letztes Jahr. Und ich muss sagen, das hat auch echt gut funktioniert, weil das stand das ganze Jahr über draußen. Ich habe den Hydraulikzylinder, sieht man auch, dass der ganz matt ist. Auch eingesprüht mit Vicon, mit Wachs. Ja, das hat gut funktioniert, glaube ich, ne? Dass die Flugkörper nicht so rosten. Man sagt ja, man kann ja auch Aldöl nehmen oder Fett oder irgendwas. Aber dieses Wachs fand ich am sympathischsten, weil da noch nicht immer ein Regenbogen fällt um deinen Flug hast, wenn das regnet. Ne? Stehe ich auch nicht so drauf. Das wird auf jeden Fall heute Thema werden. Lukas kommt nämlich. Lukas, Landwirt SH, beziehungsweise glaube ich nicht mehr, hat seinen Kanal umbenannt in Lohnunternehmen Lukas Carsten. Lukas hat nämlich ein Lohnunternehmen gegründet und hat sich einen riesen Schlepper gekauft mit einer riesen Forstfräse mit 350 PS und Halligalli. Aber das könnt ihr am besten bei ihm auf dem Kanal sehen. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Hier verlinkt und auch unten in der Videobeschreibung, dann gebt ihr mal ein bisschen Liebe. Der ist nämlich jetzt ganz, ganz, ganz frisch am Durchstarten, selbstständig. Und da braucht man natürlich dann auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung. Also könnt ihr gerne mal bei ihm auf dem Kanal gucken, ein bisschen Like, danach ein bisschen ein Like da lassen, ein paar Grüße von mir. Und ja, dann freut er sich bestimmt auch. Auf jeden Fall geht es bei ihm richtig ab. Guck, und der hat jetzt gerade ein bisschen Zeit gehabt und gesagt, weißt du was, ich komme nochmal vorbei auf ein Käffchen. Ich sage, Alter, gut, dass du da bist. Ich sage, du bist ja Profi-Landwirt, weil ich sage immer, er ist Profibauer. Er ist ja Landwirt gelernt und hat auch noch Master, also studiert, Master, seinen Master in der Landwirtschaft gemacht. Ne? Das ist ja schon mal allerhand. Ne? Hier, Hut ab, ich bin da zu blöd für sowas. Auf jeden Fall, der ist richtig fix, der Mann. Und der kann natürlich flügen. Der hat ja in Mecklenburg-Vorpommern schon tausende Hektar geflügt. Das ist ja unfassbar. Ja, und deswegen habe ich gedacht, weißt du was, wo du gerade hier bist und mein Vater irgendwie auch keine Zeit hat, komm noch mal zu mir und dann gucken wir mal, ob wir den Flug einstellen können. Ja, das ist gut, sagt er, machen wir. Gut. Nur ist das Problem, gleich regnet es. Die haben gleich Regen gemeldet. Ja. Also hänge ich jetzt schon mal den Flug dahinter, solange er noch nicht da ist. Und dann gucken wir mal. Das Ding hier will ich demnächst auch kärchern. Ich glaube, das Ding funktioniere ich um zum kleinen Hofladen für uns. Das ist, glaube ich, eine coole Idee, oder? Weil der Anhänger ist da. Ich wollte den eigentlich TÜV'en. Ich muss mal gucken, den auf die Bühne nehmen, weil ich glaube, die Bremsen sind fertig und der Boden ist, glaube ich, auch nicht mehr so geil. Aber dann fiel mir ein, weißt du was? Eigentlich wäre das doch ein cooler Hofladen. Klappe auf, innen drin ein bisschen cool dekoriert, ein bisschen Spots drin, ein bisschen Energiestation. Muss ich mal gucken, ob ich dann die EcoFlow da reinsetze oder so. Ein bisschen Solar auf dem Dach, hat schön flache, große Dachfläche, passt genau so eine Platte drauf. Wäre doch geil, oder? Das wird, glaube ich, das nächste Projekt, damit wir mal unsere Eier vernünftig loswerden. Ne? Genau. So, dann, ja, also Hofladen in dem Sinne von Eierverkaufsbude, ne? Darf man nicht zu viel verlangen. Und dann Kartoffeln nächstes Jahr, wenn wir wieder Kartoffeln machen. Gut, also, ich nehme schon wieder zu viel vorweg. Ich würde sagen, wir schnappen uns den Trecker und hängen schon mal den Flug hinter. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, vorher eben einmal die Gabel ab, ne? Lukas ist da. Er guckt sich schon das Prachtexemplar an, hat gerade schon gesagt, oh, du hast ja sogar, ich weiß gar nicht, was habe ich? Was für eine Schnittbreitenverstellung? Nee. Ja, ja, ja. Hier ist die Schnittbreitenverstellung. Na, guck. Damit kannst du einstellen, wie viel jedes einzelne Schar mitnimmt. Ne? Ah ja, genau, richtig. Wie viel er zu tun hat, der einzelne. Und hiermit stellst du denn die Zuglinie ein, so gesehen. Weil du damit ja verstellst, ob der Flug schräge hinter dem Träger herläuft oder genau gerade. Ich bin ja froh, dass du da bist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das klappt mit dem Land, ob das nass ist oder trocken, aber das sehen wir alles. Dann müssen wir ja noch den hier, die Seitendings da rausnehmen, ne? Hier, wie nennen sie es? Unterlenker Stabilisierungsstrebe, genau.
Die muss raus, ne? Muss ja frei arbeiten wahrscheinlich, ne? Ja, oder ist es egal? Ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich, nö. Eigentlich müssen die. Wie hatte ich das denn auf Pöhl immer? Na gut, aber das war ein gezwungener Flug. Da hatten wir die fest. Da bin ich gerade. Oh, oh. Din, 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 din. Ich sehe sie schnell. Ich sehe sie jetzt schnell in der Tastatur am Hacken. Nee, lass sie erstmal drin. Wir probieren das erstmal so. Okay, wir probieren das erstmal so. Ja. Hier, wir müssen irgendwie mittig anfangen. Einmal von rechts und einmal von links rum flügen, damit wir die Erde zur Mitte holen, so sagt mein Vater irgendwie. Das sind hier wieder Spezialitäten hier. Ja. Ja, wenn du das willst, dann kannst du das machen. Also normalerweise macht man das ja nicht, aber... Ja, aber so sagt mein Vater, wir müssen die Erde zur Mitte holen. Deswegen flügen wir von der Mitte aus, sagt er. Also sprich einmal nach rechts und einmal... Wo ist da die Mitte? Was? Da, wo die Senke ist. Da fangen wir an und arbeiten uns dann zur einen Seite hin und dann zur anderen Seite hin. Aber du willst jetzt schon so längs fliegen? Nee, so. Ach so. Ja. Ja, dann, ja. Ja. Dann hast du aber deine, ja. Was habe ich dann für Nachteile? Ja, du fährst halt immer durch deine Gräben dadurch, ne? Ja, genau. Das muss aber wohl auch. Ach, guck, da ist der Pächter mit seinem Frontlader. Das muss aber auch, weil hier, ich muss ja quasi, ja, quer zur Drainage flügen, damit das Wasser erstmal da reinlaufen kann. Und damit ich mir das nicht alles zufahre mit meinen Fahrspuren, wenn ich jetzt da in der Drainagespur bin. Ne? Aber du hast dann natürlich auch auf beiden Seiten die Flugfurchen außen, ne? Genau, richtig. Also, ja. Das ist dann eben so. Ja. Guck, da fährt mein Pächter. Der hat mich gestern gefragt, ob er ein bisschen Erde haben kann, weil da hinten ein paar Löcher sind auf seinem Feld. Oh, kann er ja kriegen. Geht gleich hinten ab, der Träger. Ja. Gleich hinten ab. Hat auch die Schaufel ran vollgenommen, wa? Der Kollege. So, wir haben jetzt gerade beschlossen, wie gesagt, den Unterlenker lassen wir jetzt erstmal starr. Zumindest für die erste Furche, damit wir einmal gerade ziehen können. Und danach entscheiden wir, ob... Es liegt am Fahrer, ob das gerade ist oder nicht. Deswegen macht Lukas das jetzt ja gleich. Deswegen macht er nur das gleich. Also, nein, ich hab da ein Auge für. Ich kann das nicht. So. Wir spannen in die Richtung. Ja, genau, wir spannen eine Stur. Und dann geht's jetzt mal los, oder? So, ich möchte jetzt eigentlich, Tipp natürlich von meinem Vater, das sind nicht meine Lorbeeren, einmal von rechts flügen, einmal von links, um die Erde in die Mitte zu kriegen. So macht man das scheinbar. Alte Schule, ne? Wie das immer so ist. Wenn man was vertuschen will, dann macht man das so. Ja, du musst dein Land ja irgendwie wieder gerade kriegen. Hier ist so eine Senke drin und die Erde, und scheinbar macht das wohl eine Ecke aus. Weil das ist immer wieder, ja. Das sind wohl ein paar Kubik scheinbar, die man da reinflügen kann. Ne? Und da mache ich das natürlich auch gerne so. Am einfachsten wäre natürlich von rechts nach links und durch ist. Ne? Das würde auf jeden Fall kriminell jetzt hier quer zu deinen ganzen, ja, zu deinen ganzen Grubberstrichen und was hier zu arbeiten. Also das erkennt man nicht, aber das ist schon ganz schön. Uneben. Hier sind schon ganz schön Löcher drin. Drin, ne? Ja. Aber nützt ja nochmal nichts. Nee. Irgendwie müssen wir es ja hoch gesagt und am Ende macht sowieso alles die Kreise leer gesagt. Ja. Ja, kann man so sehen. Ja. So, jetzt die erste Spur, Oberlenker lang, ne? Muss ich ihn einmal umdrehen oder lasse ich ihn? Nee, so muss ich ihn lassen. Nee, du musst den Flug so lassen und ich würde für die erste Spur zumindest dafür sorgen, dass das erste Schal nicht so tief arbeitet wie das zweite. Ja. Weil du willst ja jetzt schon ein bisschen Erde bewegen. Genau. Also, man hat ja eben gesehen, das, wo wir auf der Asphaltfläche standen, dass das erste Schal schon ein bisschen in der Luft war. Ich glaube, ich würde das, mach dir noch mal ein, zwei Umdrehungen länger. Ja. Und dann würde ich das mal so ausprobieren. So meinst du, ne? Ja, ich glaube, das ist bald schon ein bisschen doll, aber wir probieren das erstmal. Also fahre ich noch mal ein Stück weiter nach links, jo, und dann mache ich mal. Genau. Ja. Lass mal weiter runter. Ja. Das ist halt die Scheiße, weil das jetzt aufgelockert ist. Ja.
Ja, ist halt nicht so ein Gegendruck im Boden da, dass er das richtig schneidet, ne? Sondern, ja. Schiebt das vor sich hin, ne? Genau. Mach mal tiefer. Jo. So, gucken wir mal, hat er eine gerade Linie hinbekommen? Ja. Kleiner Schlenker ist drinne. Hör auf zu lachen über meine krumme Spur, du Blödmann. Ich weiß genau, warum du lachst. Das ist, weil man immer nach hinten guckt und ne, die Ansagen von dir und dann bist du wieder rumhampeln. Genau so ist das. Ja, ja, genau. Du Blödmann, das kann ich genau sehen, dass du dich darüber lustig gemacht hast. Oh Mann, du. Ja, naja. Aber komm, das war doch schon mal nicht schlecht. Erste, ja, das ist halt jetzt komisch schief, das weiß ich ja auch. Aber es hat ja schon mal funktioniert. Immerhin hat das zweite Schaf schon mal eine schöne Furche geschnitten. Ja, wo ich besonders stolz drauf bin tatsächlich. Normalerweise, wir haben 45 Liter Regen gehabt letztes Wochenende. Normalerweise wäre hier jetzt ein See gewesen, sag ich dir so, wie es ist. Ja, normalerweise fühle ich mich jetzt auch nicht. Aber nee. Aber ja, was willst du machen? Wir haben keine Zeit. Doch, wir haben wohl Zeit, aber sonst, das Problem ist, es wächst ja wieder alles zu. Dann muss ich wieder mulchen demnächst. Ja, und tatsächlich, so viel Erde klebt ja auch gar nicht an den Reifen. Nee, das geht sogar. Das geht echt. Ja. So, denn Oberlenker kürzer. Genau. Gucken wir, ob wir dann einen anderen Oberlenker nehmen müssen oder ob der geht. Ich glaube so schon gar nicht verkehrt. Gut. Dann fahre ich jetzt in die Furche, die ich gerade gemacht habe, mit einem Rad. Genau. Und schmeiß die wieder zu, richtig? Ja, jetzt wird die Furche wieder zugeschmissen. Genau, Flugkasten gedreht. Ja. Fahr erstmal rein, fahr ein Stückchen und dann. Gucken wir mal, wie es aussieht. Genau, dann hältst du mal an. Wobei, jetzt in den ersten Furchen kann man eigentlich sowieso noch nichts sehen, weil die ist jetzt ja noch gar nicht so tief, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Ja. Also. Eigentlich musst du jetzt einmal eine Furche, eine Bahn fahren und dann auf der Rücktour, dann müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Okay. Was ist da gemacht? Ja. Sag mir das doch. Das hat... Nichts gemacht. Genau, man sieht, der Flug steht jetzt noch sehr schief hinterm Trecker. Das liegt aber daran, weil ja jetzt die Flugfurche, die wir gerade gemacht haben, noch nicht so tief ist, ne? So, lass uns mal jetzt deine Strebe an der Seite rausmachen. Hallo. Hallo. So, auf jeden Fall gleich mal gucken müssen, ist deine Anschlag hier, deine Querneigung, die passt überhaupt nicht. Okay. Das ist diese Geschichte hier. Genau. Ja, die können wir ja drehen, wie wir wollen. Das heißt, er muss sich weiter gerade stellen. Ja. Wie gesagt, fahr noch mal ein Stück.
Ja, und dann können wir mal gucken. Ich meine, das ist natürlich auch von der Tiefe abhängig, ne? Wie die Querneigung denn eingestellt werden muss. Richtig, genau. Es hängt aber ja davon ab, wie das Rad ist. Also wie das hintere Rad dann, also die Tiefe stellst du ja hinten am Rad rein, denke ich. Genau, die Tiefe stellst du hinten über deine Anschläge am Rad ein. Genau. Und natürlich über die Unterlenker und über die Länge vom Oberlenker. Richtig, hinten, genau. Hinten wird der Flug ja hier drauf getragen und vorne im Dreipunkt. Genau, richtig. Ja. Und dann mit der Regelhydraulik, die muss ich da noch einstellen, dass er dann halt da nicht ja, da dann reagieren kann, ne? Ja. Warum schiebt er denn immer so viele Soden vor sich her, sag mal? Das kann ich dir sagen, weil das halt nicht ordentlich zerkleinert ist. Nee. Sondern es ist jetzt angelöst. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn das entweder fest gewesen wäre, dass das ordentlich schneidet. Ja, toll, aber oder halt ganz zerkleinert. Aber ich habe ja keine Vorschäler am Flug. Genau, du hast keine Vorschäler. Das ist das Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, damit man das ordentlich eingearbeitet kriegt, müsste man eigentlich deutlich tiefer fliegen, aber das schafft dein Trecker wahrscheinlich nicht. Also ist alles Käse, sagst du. Wir können ja mal ein bisschen tiefer setzen. Also das ist ja hier, das sind ja richtig hier... Das ist ja gar nichts. Berg und Tal. Ja. Ja, das ist, ja, da fehlen halt die Vorschäler denn, ne? Ja. Und die Tiefe denn irgendwo. Normalerweise müssen doch oben die Dinger müssen das doch umschmeißen, richtig? Diese, wie heißen sie auch noch? Einlagebleche. Ja, oder die Kollegen. Dungeinleger. Die müssen es doch umlegen und davor reinlegen und dann müsst doch die Erde wieder raufklappen. Oder wie läuft das? Das heißt, wir müssen das Rad ein bisschen tiefer stellen. Genau, Oberlenker muss. Ja, genau, Rad erstmal tiefer. Dann den Oberlenker noch kürzer. Dann brauchen wir doch einen anderen dann wahrscheinlich. Wie ging das auch mit dem Schlüssel mal? Das macht natürlich Spaß, sowas. Findest du? Nee. Ja, hier mit dem Maul. Das ist so ein Vierkant hier. Ich hab kein Maul. Du hast ja kein Maul dran. Ich hab kein Maul. Das ist ja mein Problem. Die müssen aber kürzer, ne? Ja, ja dreh sie ja. Siehst du, ich dreh sie ja kürzer. So, jetzt bin ich über den Punkt weg. Leichte Planänderung. Wir sind nämlich wieder in der Werkstatt, oder bei der Werkstatt, weil wir kriegen den Kollegen hier nicht gelöst. Der hier passt, aber der ist so richtig fest, ey. Katastrophe. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den gelöst haben. Wir haben schon allerhand Werkzeuge hier mittlerweile zum Land hingeschleppt gehabt, aber da bringt alles nichts. Da müssen wir jetzt mit für sich Flamme bei oder Zange oder Rohr oder keine Ahnung. Jetzt nur mit kleiner Flamme, also noch nicht mit Atze. Mal gucken, vielleicht bringt das ja schon was. Ein bisschen warm machen. Geht besser. Schon mal weiter, als wo wir eben waren. Ja. Jo, jetzt hat er ihn. Dann mach ich ihn aus, wa? Jo. Bisschen Öl dran. Auch so eine kleine Flamme, ne? Die macht das schon gut warm. Mhm. Ja. Auch nicht warm, wa? Ist ein bisschen heiß. Sonst hat jemand noch einen Fahrschein? Was ist denn mit den Kollegen? Müssen wir die auch einstellen nachher? Nö. Nee? Also, das passt alles, sagst du? Ja, weiß ich nicht. Oh, kann ich jetzt auch nicht sagen. Eigentlich sind deine Reifen ein bisschen breit dafür. Für den Trecker, für den Flug? Für die Flugfolie, die er macht. Haben wir gesehen, dass du schon einen Teil von der gewendeten Erde wieder platt fährst damit, aber... Das ist dann so, ne? Ja.
Also brauchen wir hier nichts dran einstellen? Erstmal nicht. Gut. Was heißt denn erstmal? Ja, vielleicht müssen wir doch noch was. Aber erstmal müssen wir jetzt die Neigung und die Tiefe einstellen. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal aufs Acker, bevor es gleich regnet. Ja? Das ist ein Plan. Das war bis jetzt der beste Lauf und jetzt kommt unser Freund da hinten nämlich. Das wundert mich sowieso, dass es noch nicht regnet. Und jetzt machen wir noch mal den, was war das? Die Neigung. Schwerneigung. Jetzt sieht das tatsächlich gerade gut aus, aber normaler, also der Flug, der steht eigentlich, der Trecker steht nach da gekippt, ja, und der Flug nach da, nee, der Flug ist eigentlich nach da gekippt. Ja? Ja, jetzt gerade, wo du angehalten hast, hat er sich hingestellt, aber der muss eigentlich noch mal weiter rumgekippt werden. Ja, okay, dann machen wir das. Wie machen wir jetzt, das? Jetzt sieht es so aus, als wenn er gerade steht. Ja, aber sagen, jetzt würde ich sagen, das kann so bleiben. Nee. Das ist jetzt durch das Anhalten. Einfach nur an dem Pinsel. Der muss weiter raus. Kannst du den Flug ein Stückchen drehen? Jetzt im Boden. Ganz, ganz kleines Tick nur. Jo. Weiter raus? Ja. So? Ja. Und die andere Seite dann natürlich auch, Zollstock. Boah. Jetzt haben wir ihn ein bisschen weiter raus. Ja, ist wieder ganz unten drin. Du kannst die Kamera ja mal nehmen. Der Akku lädt eigentlich auch, müsste klappen. Da kommt nämlich unser Friend. Also wir schaffen heute eh nicht, das zu flügen. Aber das Ziel ist, solange Lukas hier ist, dass wir ihn einmal einstellen, so grob, dass ich dann weitermachen kann, wenn es wieder trockener ist. Aber ich bin echt begeistert von der Fahrbarkeit nach dem Regen. Also es ist echt, ist in Ordnung, ne? Ja. Das ist nicht schlecht. Das hast du im Herbst auch nicht besser. Nö. Nee, reicht noch nicht. Ja, wobei. Ja. Können vielleicht noch ein, zwei Umdrehungen vertragen, aber sonst sieht das doch gut aus. Ich habe jetzt die dritte Ackergruppe, also einen Gang höher. Ja. Von der Geschwindigkeit besser, ne? Ja. Gut. Dann wieder zurück und nochmal gucken. Ja. Noch mal probieren, das erste Schaden nimmt, nicht so richtig Erde mit. Also? Entweder die Stabilisierungsstreben wieder rein oder. Ich weiß nicht, ich konnte das jetzt, weil ich nur nebenher gelaufen bin, konnte ich das nicht so richtig sehen. Aber das sieht ja so aus. Also, das Schar arbeitet richtig gut und voll, aber das? Ja, irgendwie nicht so, ne? Oder wie hast du das gesehen? Ja, ich sehe das immer nur erst auf den Kameraaufnahmen. Aber du sitzt doch da drauf und guckst nach hinten. Ja, das war beim letzten Mal aber auch schon so, dass das Schar hier nicht so gut mitarbeitet wie das hintere. Also ja. Das nimmt nur die Hälfte mit und das andere nimmt fast die ganze Schnittbreite mit. Entweder zieht der Flug denn
wenn jetzt der Flug so gedreht ist, zieht der Flug nach da. Ja. So dass sich das Schar so rausdreht aus der Flugfurche und nicht schneidet ordentlich. Ja. Oder hier muss die Breite noch verstellt werden. Ja. Weißt du? Ja, deshalb. Das konnte ich jetzt aber. Dass er schmaler wird, dass er hinten weniger mitnimmt, dass es gleichmäßig ist. Nee, dass er vorne weiter rauskommt, damit er mehr mitnehmen kann. Kannst du ihn denn vorne weiter rausnehmen oder kannst du nur hinten die Breite verstellen? Also sprich den Abstand von den beiden. Bleibt der hier starr, der müsste doch starr bleiben, weil er am Drehpunkt ist, oder sehe ich das falsch? Naja, die Schnittweite stellst du ja hiermit ein. Ja, genau. So, und hiermit korrigierst du denn je nach Schnittbreite, dass der Flug gerade in deinem Trecker hinterherläuft. Ach so, damit machst du das. Ja. Ja, dann müssen wir das verstellen. Also die Breite nicht, sondern die Korrektur, richtig? Ja, eigentlich müsste man das dann auch ein bisschen breiter stellen, aber da zieht dein Trecker gar nichts. Zieht er nicht. So, Lukas, was hast du jetzt gerade gesagt? Hier kann man den auf diesen Schienen, mit dieser Spindel, kann man den Flug am Turm hin und her schieben und damit stellt man jetzt die Vorderfurchenbreite ein. Und da er nun ja ziemlich breite Reifen drauf hat, stellen wir das mal ein bisschen nach da, weil das erste Schar ja nicht so richtig was zu fassen kriegt. Kann auch daran liegen, dass der Zugpunkt falsch eingestellt ist, den man ja hier verstellt denn. Aber wir probieren jetzt erstmal mit der Vorderfurchenbreite ein bisschen rum. Genau. Es regnet ja nicht. Noch nicht. Dann können wir es, solange es noch nicht regnet, können wir machen. Ja. Und wie gesagt, so ohne Bedienungsanleitung ist das auch immer. Es gibt wohl ein Tutorial von Querneland, aber das ist auf die neuen Flügel. Ja, das bringt dir ja nichts, das ist ja alles anders aufgebaut. Ich denke. Und wie gesagt, das kann man ja auch alles ausrechnen, was jetzt hier die optimale Vorderfurchenbreite und dies und das und ach. Hör auf, oder was sagst du immer? Wer macht das denn? Ja, weiß ich nicht. Das machen die vom Hersteller einmal. Die kommen ja, wenn du einen Flug kaufst, dann kommt ja einer ein Produktspezielles raus, stellt dir das Ding ein. Ja. Und danach wird das ja nie wieder angefasst von den Landwirten. Ja, wenn du immer mit dem gleichen Schlepper fließt, brauchst du das ja nicht. Nö. So, lass mal. Eigentlich könnte man das mal ausprobieren jetzt hier. Jetzt haben wir ja 2 cm hier am Turm geändert. Ist das viel, 2 cm? Sind das dann auch 2 cm am Schar? Dann würde ich sagen, das hat ja gar nichts gebracht, aber weiß ich nicht. So, dann dreh weiter. Nee, ich meine nur. Der Oberlenker muss noch kürzer. Oder du hattest den zu weit noch angehoben jetzt. Ich würde mal sagen, vorne kann er noch mal einen Ticken tiefer. Ja, wobei. Ah, es ist halt alles nicht so einfach, ne? Also der muss kürzer, sagst du? Guck mal, jetzt siehst du das ja, ne? Hier.
hinten der Flug, was der für eine Breite mitnimmt. Ja, volle Breite, ja. Volle Breite. Und vorne ist ja nur so ein schmaler Streifen hier, ne? Richtig, richtig. Hier sieht man richtig, das ja. Vorne nur ein schmaler Streifen. Und hinten hat er richtig zu tun. Die hinten. Ist das denn schon besser geworden jetzt? Muss ja durch die Verstellung. Er hatte vorher hat er noch schmaler gearbeitet, richtig? Genau, vorher hat er noch schmaler gearbeitet, ja. Also sagst du erstmal einen kürzeren Oberlenker? Ich meine, ein bisschen weiter rüber stellen, ja. Könnte man ihn ja noch. Ja, das geht noch. Ich finde, Gewinde habe ich dann. Oh, da habe ich noch satt Gewinde. Ja, das kann ich noch. Genau, vielleicht noch mal einen kleinen Ticken weiter rüber stellen. Dann Oberlenker vorne noch mal ein bisschen kürzer und dann ist auch gut. Ja, ne? Ganz ehrlich. Also eigentlich steht der Flug ja jetzt in Waage. Ich wollte sagen, ich muss mal kurz hinterstellen, dann sieht man das ja immer schön. Von der Seite musst du gucken. Nee, ihn hier. Ach so, die Querneigung. Ja, die geht aber auch, ne? Ja. Und so steht der Flug ja richtig schön gerade eigentlich. Ja, so soll er stehen. Also doch nicht den Oberlenker kürzer machen. Ja, wenn du den jetzt hier die ganze Zeit auf der Tiefe halten kannst, du musst halt nur gucken, dass der dann immer schön im Langloch ist, ne? Oder vielleicht sogar ein bisschen noch weiter runter. Ja. Dass er hinten anschlägt und einen Weg hat, hoch zu pendeln. Ja. Also kein Oberlenker kürzen. Wir können jetzt nur noch mal ein bisschen rüberholen gleich. Ich fahre genau. Mal raus. Bisschen rüberschieben. Ich mach mal schnell ein Foto fürs Thumbnail. Dann ist gut. Wieder in der Werkstatt. Diesmal, also den haben wir schon los. Ich habe übrigens doch 50, Schlüssel bis 50, hatte ich nur vergessen. Hängen ja logischerweise bei mir an der Wand, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Der geht auch wunderbar los. Den haben wir jetzt sogar ein bisschen schon verstellt, weil der Flug immer zur Furche hingezogen hat. Dann haben wir die ein bisschen justiert, in der Hoffnung, dass es die richtige Richtung war. Und jetzt machen wir ihn hier, aber er geht ja halt nicht los. Er steht auf volle Breite, also der Flug ist auf volle Breite eingestellt. Und nun versuchen wir den mal zu lösen. Ich habe schon ein langes Rohr, ein bisschen warm gemacht. Mal gucken, ob es klappt. Da passiert nichts. Gar nichts. Können wir ihn nach unten mal machen? Nach unten biegen? Das Ding dreht sich nicht 1 Millimeter. Nee. Alter. Da kommt gar nichts. Da kannst du abhaken, die Geschichte. So einfach wirst du das nicht loskriegen. Guck dir an, wie das hier jetzt schon aussieht. Richtig krass. 3 Meter Rohr. Oder 2 Meter sind es, glaube ich. 2,50 Meter, ich weiß nicht. Junge. 36er Schlüssel. Siehst du, machst hier die ja. Spannschloss kaputt. Müssen wir, oder ich mache das sonst, ich nehme das mal raus. Jetzt nicht, aber nehme das mal raus und dann im Schraubstocher oder so. Wobei, nee, eigentlich ist es so besser, ne? Wir haben es auch, das ist nicht, das Ding ist lose, also nicht, dass ihr meint, dass es jetzt gekontert ist oder so. Gerade schon wieder Teststreifen gezogen und man sieht ja, das ist sogar noch mehr geworden. Der Flug läuft jetzt, der Flug muss eigentlich genau gerade in der Träger herlaufen. Man sieht ja, dass der total schief läuft. Ja. Also in die andere Richtung verstellen die Nummer. Ja, lass mal gleich ganz krass ausprobieren, ob das, und dann schraubt man den bis zum Ende da raus, ob das einen Unterschied bringt. Jetzt haben wir es hier mit gerade, also es ist richtig gekommen, richtig krass sogar. Bin mal gespannt, wie er sich jetzt verhält. Vorderfurchenbreite ein bisschen zurückgestellt, Zugpunkt verändert. Jetzt sollte man eigentlich auf jeden Fall einen Unterschied sehen. Ah, deutlicher Unterschied, deutlicher Unterschied. Ja, der ist zu weit jetzt. Ja. Brauchen wir da gegen den Reifen. Also eine Mischung aus beiden. Den Zugpunkt wieder ein Stück zurückstellen. Genau. Und die Vorderfurchenbreite wieder ein bisschen ändern.
5 Minuten haben wir noch Zeit, dann gibt's Essen. Oha. So, wieder ein bisschen zurückgestellt, den Zugpunkt. Ja. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Zu weit. Ja Leute, so sieht das Flugbild schon mal sehr, sehr gut aus. Also für den Umstand, dass hier diese großen Grasplatten drauf liegen und dass so ein schwerer Boden ist. Die Schare werfen jetzt auf jeden Fall gleich viel. Der Zugpunkt ist sehr gut eingestellt. Sieht man ja jetzt auch. Jetzt schmeißen Vorder- und Hinterschar genau gleich viel Erde. Und die Furche ist auch gut ausgeformt. Also die Furchenwand, so wie man sie hier sieht, ist schön senkrecht. Und die Furchensohle schön waagerecht ausgeformt. Schön ausgeräumt. Und wie gesagt, Vorder- und Hinterschar schmeißen schön gleichmäßig. Ja, das, was man hier sieht, die ganzen Lunken und Löcher, das liegt halt daran, dass so viel unzerkleinertes Grün hier oben drauf ist, dass das teilweise die Schare verstopft. Und ja, dann passiert halt sowas da, so ein Löcher, ne? Ja, hier sieht man ja, was hier immer das Problem ist, ne? Dass es immer stopft, weil da zu viel Organik drauf liegt.
hier hat man jetzt gerade schön gesehen, dass der Zugpunkt gut eingestellt ist, weil der Flug die ganze Zeit schön gerade, konnte man am Oberlenker sehen, der ist nicht nach rechts oder nach links, sondern der ist schön gerade in einem Trecker hinterhergelaufen. Ja, das heißt, ja, genau, gut eingestellt. Interessant, was man hier sehen kann. Hier, das ist die alte Organik aus den letzten Jahren. Das heißt, genau, wir fliegen so tief, dass wir das alte eingearbeitete Pflanzenmaterial aus den letzten Jahren wieder hochholen. Normalerweise hätte man jetzt nicht so einen wassergesättigten Boden wie hier, so einen anmoorigen Boden, dann wäre das auch schon zersetzt. Weil die Mikroorganismen im Boden das halt zersetzen. Das ist eigentlich, sowas ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass das Bodenleben ja, nicht so astrein ist, ne? Weil das wäre eigentlich schon zersetzt. Das ist ja Nährmaterial für die Bodenorganismen. Ursachen hierfür sind ja einmal halt, dass der Boden dann wahrscheinlich zu dicht gelagert ist. Das heißt, nicht so viel Sauerstoff in den Boden kommt. Und natürlich, dass der Boden immer sehr lange unter Wasser steht. Oder sehr viel unter Wasser steht und dann können sich diese Materialien halt nicht zersetzen, ne? Eingang schneller? Ja. Ich glaube, da kriegt dein Träger nicht hin. Kannst du mal probieren. Dann sehen die im Nachbarort noch die schwarze Fahne. Ja, damit das hier richtig schön eingearbeitet ist, müsste man eigentlich noch tiefer fliegen, ne? Aber das schafft der Trecker ja bald gar nicht. Hier sieht man das auch nochmal. Die Wurzeln von unten und im Wurzelhorizont diese alte, nicht zersetzte Biomasse, ne? Von den ganzen alten Kulturen. Na, wo bleibt der Regen?
Ich glaube, er wird warm. Ach du Scheiße. Aber auf der Anzeige ist alles noch gut. Ja. Muss jetzt was tun, ne? Irgendwas schnarrt hier auch. Ich glaube, das ist... Ja, das kann... Ja. Das kann sein. Das ist ein richtig hässliches Knattern, ne, die ganze Zeit. Das stimmt. Ich glaube, mittlerweile geht es eigentlich vom Flugbild her. Das ist so das Beste, was wir beide jetzt erstmal rauskriegen. Ne? Man sieht ja, es ist stetig besser vom Ding her. Ja, du, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit. Für unsere Verhältnisse. Das ist die Hauptsache. Ja. Lukas, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, richtig gerne, gut. Gerne. Und ja, Trecker ist auch mal warm geworden. Seht ihr, kommt ein Schwitzen. Da kommen noch keine Funken aus dem Auspuff, irgendwas? Nee, wobei, das hat er also letztes Mal beim Flügen auch schon gehabt, dass er dann oben ein bisschen rausdrückt. Aber der Kühler war auch rappelvoll, ne? Das dehnt sich jetzt aus und dann, das kommt aus der Entlüftung oben raus, aus dieser Überlaufgeschichte. Okidoki, vielen Dank. Bis Montag wahrscheinlich. Dann sehen wir uns nämlich Montag wieder mit dir wieder, weil jetzt gucke ich mir nämlich sein Auto an. Ihr wisst ja, ich bin noch auf der Pickup-Suche. Und Amarok, sagen ja auch viele von euch, wäre vielleicht eine Idee. Und Lukas hat nämlich zufällig einen. Und den gucken wir uns Montag an. Wieder so off-topic. Montag ist immer so extra geschlünzt, wenn irgendwas nicht irgendwo reinpasst. Machen wir das auf Montag. Also, bis Montag. Tschüss. Tschüss, Lukas. Tschüss. So, Leute, zum Abschluss des Videos. Ich habe Joke nämlich gerade hier. Moin. Joke hat nämlich gerade Eier geholt. Oder will gerade Eier holen. Und da hatten wir es übers Flügen, weil jetzt haben sie natürlich nur Regen gemeldet. Es hat dann nachher auch wieder nur geregnet. Nun fahre ich natürlich erstmal nicht mehr aufs Land. Natürlich wächst jetzt alles wieder, also jetzt ja noch nicht, aber in Zukunft wird ja wieder alles schnell zuwachsen. Und da hatte ich es mit ihnen drüber, mit Joke, mit den Schollen, dass er das Gras halt nicht umbricht, weil ich ja keinen Vorschäler habe, dies, das, jenes. Und da hatte Joke die Idee, ja, fräs das doch vorher. Ne? Genau, einmal mit der Fräse durch. Ja, und er hat nämlich eine Fräse, 3 Meter. Und da sagt er, ja, ich kann dir das wohl machen, ne? Ist das eine geile Sache? Nun müssen wir natürlich warten, bis das Land, also ich meine, das kann man noch befahren, aber es bringt ja nichts, wenn das jetzt alles so nass ist, ist scheiße. Ja, wenn er gefräst und dann regnet drauf, dann hast du auch Pampe, denn, ja, ne? Richtig, das sagte mein Vater schon, dann hast du richtig Pampe, ne? Das dann hast du Pampe, ne? Da muss gefräst werden und dann gleich mit Fluchen hinterher, denn, ja, ne? Genau, also fräsen und dann pflügen und dann hast du ein geiles Bild, so sagt Joke, und so machen wir das nämlich auch. Ja. Nun warten wir jetzt erstmal ab. Bis jetzt erstmal Lukas, wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich. Wir haben ja den Flug eingestellt, dass es jetzt einigermaßen vernünftig läuft, dass er jetzt gerade läuft, nicht hin und her zieht. Dafür haben wir jetzt das erstmal probiert. Und nun warten wir ab, bis das Wetter besser wird, dann fräsen wir das Ganze und dann wird geflügt. Genau. Ja, so machen wir das nämlich. Das nochmal kurz by the way. Ja, so machen wir das. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Joke, vielen Dank für deine fachliche Beratung. Sehr, sehr gerne. Und ja, wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke ihn hier wieder oben in der Videobeschreibung. Oh. Ne, Milchhof de Witte, mittlerweile kennen Sie ihn ja schon alle. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.